Herzlich willkommen zurück am Kanal. Vorerst möchte ich mich mal ordentlich bedanken für die ganzen netten, coolen Reaktionen aufs letzte Video. Es hat echt die besten. Also, und auch voll cool, dass einige Leute mir auch geschrieben haben, wie es bei ihnen losgegangen ist mit dem wunderschönen Golfsport. Und ja, apropos Golf, heute gibt es wieder ein Golfvideo und kein Gequatsche, zumindest nicht so lang. Das Video heute ist der erste Teil von einer 18-Loch-Runde. Insgesamt werde ich dreimal sechs Löcher hochladen. Also heute Loch 1 bis 6. Das Besondere an dem Video heute ist, ich habe eigentlich keinen Course Vlog gemacht. Das heißt, ich habe einfach nur eine GoPro hinter mir aufgestellt vor jedem Schlag. Ich werde auch nicht mit der Kamera reden. Es wird ein Audiokommentar von mir, das ich jetzt dann mache, drüber gelegt. Und ich wollte einfach einmal schauen, beziehungsweise schauen, ich weiß, dass ich besseres Golf spielen werde, ohne Kamera oder ohne aktiven Kameramann hinter mir, der mir irgendeinen Blödsinn einredet. Vielen Dank an dieser Stelle. Grüße an Philipp. Ich wollte einfach einmal ein Video hochladen, wo ich ein bisschen besser spiele. Warum glaube ich, dass es einfach so besser geht? Wenn wir filmen gehen, zu zweit, zu dritt, zu viert, es ist irrsinnig stressig immer. Das heißt, es ist mehr oder weniger aus dem Car außerhupfen, hinstellen, Ball schlagen und so weiter. Und ich bin einfach nicht gut genug und spüre nicht lang genug dafür, dass ich einfach mich hinstelle und auf die Kugel draufhaue. Das heißt, ich brauche einfach so ein bisschen meine Gedanken vorher, was mache ich jetzt da, was ist wichtig bei dem Schlag, wie ist die Ballage etc. etc., weil ich nicht so extrem gut reagieren kann auf die Situationen wie jetzt jemand, der schon ewig lang spielt. Das heißt eigentlich, ich mache einfach meine Pre-Shot-Routine jedes Mal. Und dazu ganz kurz was, was vielleicht für den einen oder anderen interessant sein könnte. Pre-Shot-Routine immer machen, auch auf der Driving Range. Der Grund ist einfach der, wenn ich es dann am Platz mache, dann bringe ich mich irgendwie selbst raus aus der Situation. Und wenn ich es gewohnt bin von der Range, dass ich das immer mache, Gewohnheit ist was Gutes beim Golf. Das heißt, ich bin gewohnt, dass ich das mache und dann denke ich nicht so viel nach über andere Dinge. Und deswegen glaube ich einfach, dass ich besseres Golf spiele, wenn ich mir ein bisschen mehr Zeit lassen kann. Es geht wirklich nur um diese 10, 20 Sekunden vor jedem Schlag, die man sich Zeit nehmen sollte, damit man ein besseres Ergebnis erzielen kann. Das war's für die Einleitung. Wir gehen jetzt direkt auf den Platz. Wir spielen in Thal. Mit dabei ist mein Schwiegervater in Spe und der Wolf, ihr ganzer lieber Freund. Und auf der 1 geht's los, Löcher 1 bis 6 in diesem Video. Und nach dem Video werden wir noch ein kurzes Resümee machen. Und wir sind auf der 1, ein Par 5 mit 418 Metern. Plan ist da eigentlich immer, Driver irgendwie da drüber über den Graben aufs Fairway. Wichtiger auch, finde ich, für mich selber ist immer den richtigen Platz zum Auftin suchen. Grundsätzlich gilt die Regel, auf der Seite Auftin, wo der Stress ist. Aber wenn dort gerade echt unguter Boden ist, dann würde ich die Regel ein bisschen aushebeln, so wie ich es da jetzt gemacht habe. Leicht dünn gewesen der Drive, aber schnirlgerade zum Glück. Und ja, das ist mein Schwiegervater ins Baby vorher angekündigt, der Silvio. Ja, zweiter Schlag, wir haben noch 174 Meter. Wie gesagt, Drive war ein bisschen dünn. Eisen 6, lieber zu kurz als zu lang, weil hinten lauert das Out. In der Bergauflage geht der Ball oft ein bisschen nach links weg. Und genau das ist da jetzt auch passiert. Und die Balance war jetzt auch nicht die beste. Es geht da wirklich steil bergauf. Man sieht das am Video gar nicht so gut. Aber ja. Jetzt noch ein kleiner Pitch aufs Grün. Lob Wedge kann man zur Not auch ein bisschen zu kurz lassen. Ich mache es da jetzt auf alle Fälle nicht absichtlich. Ich wollte schon direkt aufs Grün. Lande aber ein bisschen kurz und dann rollt der Ball trotzdem aus. So, von da ist der Zweipart das Ziel. Und sollte uns gelingen fürs Paar am ersten Loch. Das erste Loch ist eigentlich schon ein Loch, wo man gerne ein Birdie spielt, aber nach dem Abschlag war der zweite einfach zu lang. Ja, zweites Loch, ein bisschen Angstloch von mir. Rechts lauert die Gefahr. Versucht jetzt ein Fünfer-Eisen in den Knick zu spielen. Wieder die Pre-Shot-Routine. Leicht fetter Ball getroffen.
Deswegen habe ich da ein bisschen kürzer, als ich das gerne gehabt hätte. Und der zweite wird wieder relativ lang und ist noch ein bisschen im Schrägen. Und wie vorher in der Bergauflage auch, wenn der Ball über den Füßen ist, kommt links gerne ins Spiel. Und da ist links out. Und genau da fliegt leider auch der Ball hin. Ja, Flag Nummer 4 an der gleichen Stelle. Diesmal planen wir das ein bisschen besser ein, ziehen ein bisschen weiter rechts und lassen den Ball einfach natürlich kurven. Ja, passt. Und er endet dann auch knapp vorm Grün. Nimmt auch gerne immer einen Schläger weniger, habt jetzt ein 7er-Eisen geschlagen, einfach weil hinten echt blöd ist mit dem Wald. Und jetzt passiert was Cooles. Man hört es leider nur, man sieht es nicht. Ey! Bogi! Ja, ab und zu hat man Glück. Drittes Loch, 250 Meter, grün in Reichweite. Plan ist immer ein ganz ein kleiner Fade, vor allem wenn die Fahne oben steckt, so wie heute. Über den großen Baum drüber. Wieder nicht so super getroffen und das aus dem kleinen Fade wird ein großer Slice und gerade noch, dass der Ball im Spülblim ist und jetzt haben wir wieder ein bisschen runden und da will man echt nicht sein auf dem Loch, das ist ein ganz schwerer Schlag. Und ein bisschen gepullt da und deswegen schafft das leider nicht aufs Grün der Ball. Immer schön den Schläger putzen, Groove sauber halten, habe ich schon öfters erwähnt. Ganz wichtig, dass der Ball auch wirklich das macht, was man mit dem Schläger gibt. Und jetzt hoffen wir, dass wir es Up and Down zum Paar hinbekommen. Sehr zufrieden mit dem Chip. Und jetzt wird der Paar da noch einfallen, dann wäre alles super. Aber leider. Auf der Unterseite ausgelebt. Und das ist auch so eine blöde Geschichte mit einer Hand oder dem Putter. Aber das, ja, selber schuld, wenn das dann schief geht. So, da haben wir 120 Meter, Paar 3, ich habe ein 9er Eisen in der Hand. Ja, sehr dünn. Aber das Ergebnis ist immer abhängig davon, wie gut sind deine Schlechten. Der Schlechte war zum Glück sehr gut. Ist Pin Heider geendet. Und jetzt sehen wir, dass der Platzi alles zurückholt. Ja, wir sagen eine Frau schon dazu, weil er genau so hupft. Ja, und jetzt heißt es nicht die Nerven schmeißen. Ja, kommt gut. Ganz knapp. Wäre ein hochinteressantes Paar gewesen mit zwei Schlechten und einem Guten. Aber man kennt das meistens jetzt am Kanz. Nächstes Loch. 352 Meter mit dem Driver. Optimalerweise ein bisschen links am Fairway landen, weil alles nach rechts hupft. Da ist der erste gelungene Drive des Tages. Ganz ein kleiner Draw auf die linke Fairway-Seite und der Ball hopft dann Richtung Mitte Fairway. Meter noch zur Fahne. Gapwedge in der Hand. Ganz eine schwierige Fahne zu attackieren. Wenn man ein bisschen zu lang ist, ist man hinten unten und alles was zu kurz ist, spinnt zurück runter Richtung Anfang Grün. Der ist sehr gut gelungen. Trotzdem ein relativ langer Bergaufbad, definitiv machbar. Aber wichtig ist trotzdem da jetzt auch einfach das Paar mitzunehmen. Ein bisschen zu kurz lassen, aber noch mehr
reine Formsache fürs Paar. Und wir haben uns gut erholt vom dritten Loch. Gehen auf die 5, auf die 6. Und gehen auf die 6. Gibt es zwei Varianten. Entweder man haut einen Driver drauf und probiert ihn irgendwie über den Graben reinzubekommen oder rechts am Fairway entlang. Ich habe mich heute für Eisen 4 entschieden, für den Layup. Und dann mit dem zweiten Schlag das Grün attackieren zu können. Der Plan ist ganz gut aufgegangen, da ist wirklich viel Platz mit dem Eisen, wo man missen kann. Kann wirklich ganz schwer was schief gehen. Besser kurz als lang. 130 Meter, es geht bergauf. Ich habe Eisen 8 in der Hand. Wieder Füße unterm Ball. Das heißt, der Ball wird tendenziell nach links gehen. Was er tut, wenn man es Stewart anschaut. Leider die Hüfte ein bisschen stehen lassen und die Hände den Körper überholen lassen. Und das ist das Ergebnis. Links lang, wieder nicht unbedingt die Position, die man auf dem Loch haben will. Jetzt probieren wir mit dem Lobwedge irgendwie das zu retten. Es geht eigentlich nur bergab. Also alles, was am Grün bleibt, ist eigentlich schon ein Erfolg. Die Grooves schön säubern. Das ist relativ gut gelungen, bin absolut zufrieden mit dem und wir haben noch immer eine kleine Chance aufs Par. Putter funktioniert grundsätzlich ganz gut heute, aber leider fällt nichts. Schauen wir, ob es jetzt besser wird. Ja. Der erste wirklich sehr schlechte Putt heute und das wieder sehr riskant, ein bisschen der Zwider ist da und ein bisschen gehudelt, aber zum Glück ist Bogey noch mitgenommen. So, das war jetzt einmal ein relativ spannender Start. Grundsätzlich habe ich in Thal heuer meistens die ersten Löcher sehr gut gespürt und dann ist es oft ein bisschen bergab gegangen und am Ende wieder ein bisschen bergauf. Diesmal gleich mal ein richtig, richtig schwieriger Start mit 4 über noch 6 Löchern. Ja, und jetzt kommt halt das ins Spiel, woran ich sehr hart arbeite, nämlich die Mentalität. Ganz am Anfang beim Golf und teilweise heute auch noch war ich immer dazu geneigt, dass ich extremst schnell die Nerven schmeiße. Sobald da mal irgendwas nicht hinhaut, nur über den Schlag nachgedacht und die nächsten 3 Schläge dann ein bisschen verbockt. Und ja, jetzt schauen wir, ob mir das besser gelingt diesmal. Sehen wir jetzt hier das nächste Woche im zweiten Teil, Löcher 7 bis 12. Kurz nachdenken müssen. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben. Schreibt ihr vielleicht in die Kommentare, wie ihr glaubt, dass die Runde weitergeht. Vielleicht auch, was das Endergebnis sein wird. Und ja, wünsche euch auf diesem Wege schöne Feiertage, schöne Weihnachten, genießt die Zeit mit euren Liebsten und haut's rein!